Hallo und willkommen zu diesem kurzen Video. In diesem Video geht es um die Frage, die ich eigentlich am meisten gestellt bekomme und bei der ich immer wieder sehe, dass es Anfängerfehler gibt. Und zwar, welche dies zu vermeiden gilt, wenn du nicht viel Geld ausgeben möchtest. Die Frage ist, welche Kamera kaufst du dir? Und dieses Video heute dreht sich um die 10 größten Anfängerfehler beim Kamerakauf. Wenn du schon eine Kamera hast, dann könnten andere Tutorials für dich interessant sein und deswegen schau dich gerne auf meinem YouTube-Kanal um, speziell in der Playlist Chris Tutorials. Viel Spaß und lass uns gleich mal anfangen. Wie gesagt, die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist: Hey du, welche Kamera hast du eigentlich? Und da ist eigentlich schon ein Fehler drin verpackt, denn nur weil ich eine bestimmte Kamera habe, heißt das nicht, dass du dir die gleiche kaufen musst. Und das ist auch einer der häufigsten Fehler, den ich gerade bei Anfängern sehe. Die Anfänger unter euch glauben, dass sie, wenn sie eine Kamera kaufen wie Chase Jarvis oder wie Vincent Laferay, dass sie tatsächlich solche Fotos machen können. Rein technisch gesehen mag das sein. Die Kamera ist nicht alles. Und ja, die Kamera ist wichtig bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Kamera ersetzt eben nicht viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel Lichtsetzen, das Wissen um das Belichtungsdreieck, also wie verhält sich Blende, Belichtungszeit und ISO zueinander. Und das ist einer der größten Fehler, die ich eigentlich sehr, sehr häufig sehe, weil die Menschen eben glauben, nur die Kamera macht das Bild. Das ist leider und Gott sei Dank nicht der Fall. Fehler Nummer zwei ist, eine Kamera zu kaufen und noch gar nicht zu wissen, welchen Stil, das man eigentlich fotografieren möchte oder welchen Bereich, das man eigentlich abdecken möchte. Es gibt viele verschiedene Bereiche, zum Beispiel Porträtfotografen. Es gibt Leute, die machen Headshots. Das sind auch Porträts, aber ein bisschen spezieller. Dann gibt es Fotografen, die möchten zum Beispiel Makrosachen fotografieren, also ganz, ganz kleine Sachen riesengroß abbilden. Und es gibt viele, viele Teilbereiche. Es gibt dann auch Produktfotografen oder zum Beispiel Naturfotografen. Der größte Kontrast ist eigentlich zwischen einem, ich würde sagen, Porträtfotografen und einem Naturfotografen. Diese beiden Fotografen brauchen nicht die gleiche Kamera und brauchen sicher nicht die gleichen Optiken. Und wenn du genau weißt, welche Fotografierichtung du einschlagen willst, dann ist es umso einfacher, dir eine Kamera auszusuchen, denn dann kannst du schon mal davon ausgehen, wenn du beispielsweise ein Naturfotograf bist, der hauptsächlich in natürlichem Licht fotografiert, alles außer einer Vollformatkamera nicht wirklich für dich geeignet ist. Das hat damit zu tun, dass eine Vollformatkamera einen größeren Sensor hat, der mehr Licht einfängt, was natürlich ganz wichtig ist bei Lowlight-Fotografie. Oder zum Beispiel, wenn du Sterne fotografieren möchtest. Das ist ein Bereich, wo du unter Umständen Geld sparen kannst. Denn wenn du genau weißt, was du eigentlich brauchst, dann kaufst du dir nicht zuerst die falsche Kamera, verkaufst sie wieder mit Verlust und kaufst dir dann erst die Kamera, die du eigentlich bräuchtest. Deswegen sei dir sicher, was du eigentlich fotografieren möchtest. Es gehen natürlich auch mehrere Teilbereiche, also dieser hohe Kontrast von Naturfotograf zu Porträtfotograf muss nicht immer sein. Porträtfotograf zu Produktfotograf ist zum Beispiel so ein Teilbereich, da wo du eigentlich sehr viel gleiche Sachen brauchst. Denn ein Produkt zu fotografieren ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. Du fotografierst ein einziges Ding vor deiner Kamera. Das bedeutet, du setzt normalerweise Licht für dein Model, genauso wie für deine Produkte. Und aus dem Grund kannst du eigentlich für beide Arten ähnliches oder sogar gleiches Equipment kaufen. We'll be right back.
Fehler Nummer 3 ist es zu glauben, dass ein Kamerakit, also ein Set aus, bestehend aus einer Kamera, also dem Kamerabody und dem Objektiv billiger ist bzw. besser ist, als wenn man sich den Kamerabody und das Objektiv separat voneinander kauft. Warum ist das so? Ganz einfach. In einem Kit kann ein Anfängerobjektiv sein und ich sage ganz bewusst Anfängerobjektiv. Meistens ist es ein Zoom-Objektiv, also keine feste Brennweite. Und nicht, dass Zoom schlecht ist, um Gottes Willen. Es gibt sehr, sehr gute Zoom-Objektive. Und zwar gibt es da den Unterschied, dass ein Kit-Objektiv meistens eine Blende hat von zum Beispiel 3,5 bis 5,6. Je weiter du reinzoomst, desto kleiner wird die Blendenöffnung. Wenn du mit dem Objektiv an weiter entfernte Sachen ranzoomst, dann hast du dadurch einen Lichtverlust von teilweise 1 bis 2 Blenden. Wenn du im Gegenzug dir eine Zoom-Linse holen kannst, bei der du eine durchgehende Blende hast von 2,8, wie zum Beispiel das Objektiv von Canon, 24 bis 70 mm f2,8, dann bedeutet das, wenn nur diese Zahl da steht von f2,8, dass ich bei 24 mm 2,8er Blende habe und wenn ich dann auf 70 mm zoome, dann habe ich trotzdem noch 2,8. Das hat was mit der Bauweise des Objektives zu tun und aus dem Grund sind diese Objektive meistens auch sehr viel teurer als das Kit-Objektiv. Der Spruch, du bekommst, was du bezahlst, ist also auch in gewisser Weise wahr. Fehler Nummer 4 ist es, sich eine Kamera zu kaufen, basierend auf den Empfehlungen von irgendeinem Influencer. Das spielt so ein bisschen mit rein in diesen einen Fehler, den ich vorher schon genannt habe, und zwar in den, dass ich nicht genau weiß, was ich eigentlich fotografieren möchte. Hierbei ist es allerdings noch ein bisschen gravierender, denn ich bekomme ja von diesem Influencer einen Vorschlag und wenn ich mich jetzt nicht genau mit diesem Influencer beschäftigt habe, also sprich, wird dieser Mensch von dieser Firma, dessen Produkt er gerade promoted, unterstützt, also ist er im Endeffekt ja schon befangen. Gibt es noch die Möglichkeit, dass du gar nicht genau weißt, was dieser Influencer eigentlich macht, weil er in einem Video nur spricht, ohne tatsächlich die Ergebnisse zu zeigen. Also sprich, die Fotos zu zeigen, die er macht oder die Videos zu zeigen, die er macht, außerhalb von seinem YouTube-Kanal. Natürlich, wenn du nicht genau weißt, auf was sich dieser Influencer denn spezialisiert hat, ohne jetzt natürlich die Influencer abzuwerten, denn es gibt sehr, sehr gute, die auch sehr, sehr gute Arbeit machen, dann wirst du natürlich auch nicht wirklich einen Vorteil daraus ziehen können, wenn du dich an die Empfehlung von diesem Menschen hältst. Denn wenn er beispielsweise Makrofotografie macht, und du zum Beispiel Sterne fotografieren möchtest, dann ist das was komplett anderes. Wenn du Makrofotos machen möchtest, dann kannst du dir zum Beispiel auch eine Vollformatkamera holen. Du brauchst sie aber nicht. Wenn du Sterne fotografierst, dann brauchst du eine Vollformatkamera. Das ist einfach so. Du kannst die Physik einfach nicht austricksen. Eine größere Oberfläche des Sensors nimmt immer mehr Licht auf als ein kleiner Sensor. Schau dir deine Influencer ganz genau an und schau dir genau an, was sie machen. Und vor allem schau an, ob sie befangen sind, also sprich, ob sie gesponsert sind von der Firma, die sie gerade eben repräsentieren. Das muss unter Umständen nichts Schlechtes sein, aber es hat immer so einen gewissen faden Beigeschmack. Fehler Nummer 5 ist es zu glauben, dass die Kamera automatik das Bild macht. Und vor allem zu glauben, dass die Kamera automatik das Bild macht, das du haben möchtest. Das ist insofern schon ein logischer Fehler, weil eine Kameraautomatik nach einem gewissen Standard funktioniert. Und dieser gewisse Standard, der wird normalerweise durch den Hersteller eingestellt, beziehungsweise den kannst du auch noch beeinflussen, wenn du bei der Kamera sagst, okay, ich möchte statt der Mittenmessung meiner Belichtung eine Spotmessung haben, dann wird die Kamera das technisch richtig belichtete Bild dir zeigen. Das ist mehr oder weniger richtig belichtet, in Anführungsstrichen, aber richtig belichtet heißt nicht schön.
Denn du kannst mit der Belichtung so viele Sachen machen und du kannst vor allem mit Belichtung und mit Licht so viele Stimmungen rüberbringen, die die Kameraautomatik ja gar nicht wissen kann. Wie soll deine Kameraautomatik beispielsweise wissen, dass du ein Horrorlicht brauchst? Die Kamera ist unmöglich in der Lage zu wissen, was du für ein Bild haben möchtest. Und deswegen eigentlich, würde ich sagen, ist der Automatikmodus nur fürs schnelle Knipsen, wenn es eigentlich egal ist, wie das Bild aussieht. Oder für den Urlaub beispielsweise ist es auch geeignet, weil du dich nicht voll auf die Fotografie konzentrieren musst, sondern du machst nur einen Schnappschuss. Dann ist es völlig okay. Ich finde, den meisten Menschen ist nicht ganz klar, dass man Fotografie lernen kann. Also natürlich kannst du die Automatik in deiner Kamera benutzen, wenn du sie hast. Du musst sie allerdings nicht nutzen. Du kannst auch beispielsweise langsam hergehen und sagen, ich möchte heute was über die Blende lernen, morgen möchte ich was über die ISO lernen und übermorgen möchte ich was über die Belichtungszeit lernen. Du musst also nicht die Automatik benutzen, nur weil sie deine Kamera hat. Sie kann ja nicht deine Gedanken lesen. Das Ziel ist also, deine Kamera zu überlisten, deiner Kamera zu sagen, was du eigentlich fotografieren möchtest und wie das Bild aussehen soll. Das ist natürlich extrem schwierig, aber umso schöner, wenn du nach und nach lernst, wie die Kamera funktioniert und wie du dein Bild so fotografieren kannst, wie du es tatsächlich schon dir vorgestellt hast oder zumindest ansatzweise dir vorgestellt hast. Fehler Nummer 6. Es ist zu glauben, dass ein Objektiv für alles funktioniert. Das Problem dabei ist, dass grundsätzlich schon mal ein Objektiv natürlich nicht für alles funktioniert. Es gibt so eine kleine Schnittmenge, also beispielsweise das 100 mm Makroobjektiv von Canon. Ist ein hervorragendes Produktfotografieobjektiv, also mit dem kannst du perfekt Produkte fotografieren. Du kannst allerdings auch perfekte Porträts damit machen. Das hat was mit der Brennweite zu tun, denn natürlich kannst du auch mit einem 24 mm oder mit einem 12 mm Objektiv ja Porträts fotografieren. Das Problem ist, wenn jemand einfach ein bisschen mehr zum Liebhaben hat, sagen wir es mal so, dann wird die 24 mm Optik das noch viel, viel krasser darstellen. Das Gesicht wird runder. Wenn du mit einem 100 mm Objektiv fotografierst oder mit einem 85 mm Objektiv, dann wirst du feststellen, dass das Gesicht nicht ganz so rund ist und dass das Gesicht wesentlich besser abgebildet wird. Das ist eben auch der Unterschied, wie wir vorher schon erwähnt haben, dass du natürlich viele Objektive haben kannst, aber natürlich vorher erst einmal wissen musst, was du eigentlich fotografierst, um die richtige Auswahl zu treffen. Was natürlich nicht bedeutet, dass du Menschen nicht mit 24 mm filmen solltest. Es muss dir nur klar sein, dass eine 100 mm oder 85 mm Optik ein Gesicht wesentlich besser und schöner abbildet als 24 oder 12 mm das tun. Fehler Nummer 7. Es ist zu glauben, dass jede Kamera für alles geeignet ist. Also jeder Kamerabody für alle Arten von Fotos geeignet ist. Der Hauptfehler ist beispielsweise zu glauben, dass eine normale Kamera mit einem kleinen Sensor auch gute Sternenbilder oder gute Lowlight-Bilder abbilden kann. Das ist nicht wirklich wahr, denn für Sternenfotografie ist eine Vollformatkamera immer besser als eine Kamera mit einem kleineren Sensor. Letztendlich ist es tatsächlich so, du kannst die Physik halt einfach nicht überlisten. Sprich, ein kleinerer Sensor nimmt einfach weniger Licht auf. Das bedeutet, du musst mehr ISO dazugeben, also empfindlicher machen, was dann zu Bildrauschen führt und letztendlich zu einem unsauberen Bild. Wenn du schon mal Bildrauschen gesehen hast, das sieht furchtbar hässlich aus. Wenn du jetzt aber Sterne fotografierst, die ja im Grunde auch ein gewisses Rauschen sind, eben weil sie so weit weg sind und dadurch so klein sind, kannst du irgendwann nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein Stern oder ist das jetzt ein Artefakt von der High ISO, also von der extrem hohen ISO. Aus dem Grund, natürlich ist nicht jeder Kamerabody für alle Fotos geeignet. Du kannst eigentlich auch Geld sparen, wenn du dir vorher bewusst bist, okay, ich möchte hauptsächlich Lowlight, Natur und Sterne fotografieren, dann ist von vornherein klar, dass du dir einen Vollformat-Body kaufen solltest. Im Sinne von Geld sparen, natürlich ist der teurer, aber überleg mal, wie viel Geld dich das kostet, wenn du zuerst eine Kamera kaufst, die nicht für dich geeignet ist, die Kamera wieder mit Verlust verkaufst und dann dir einen Vollformat-Body kaufst.
Hättest du dir zuerst den Vollformat-Body gekauft, dann hättest du dir zum Beispiel die 400 Euro Wertverlust, den du bei der gebrauchten, beim gebrauchten Verkauf gemacht hast, sparen können. Fehler Nummer 8. Es ist zu glauben, nur weil ein Hersteller eine Werbung rausbringt und das gefühlt jeden Monat, du dir auch jeden Monat eine neue Kamera zulegen musst. Das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr mindestens eine neue Kamera eines Herstellers rauskommt. Und natürlich musst du dir nicht jedes Jahr eine neue Kamera kaufen. Warum auch? Wenn deine alte Kamera funktioniert? Okay, perfekt. Fehler Nummer 9 beim Kamerakauf oder generell, wenn man die Kamera dann hat, ist es zu glauben, dass die Kamera Bilder macht, die man nicht mehr bearbeiten muss. Und ich denke, das war für mich auch so eine gewisse Enttäuschung am Anfang, wo ich mir dachte, okay, ich habe das Bild gemacht. Es sieht jetzt nicht besonders aus, aber warum ist es so? Warum sieht das Bild nicht so aus wie das Bild von Chase Jarvis zum Beispiel? Oder warum sieht das Bild nicht aus wie das Bild von Calvin Hollywood? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sich nicht in Sachen zu verstricken, wie jetzt zum Beispiel in so einer Abwärtsspirale. Denn du befindest dich ja gerade am Anfang. Du hast dir gerade deine erste Kamera gekauft. Hey, komm mal runter. Es dauert eine Zeit, bis du das gelernt hast. Und ja, ich weiß, es ist immer besser, man hat sofort die perfekte Lösung, aber hey, es gibt keine schnelle, perfekte Lösung. Das ist einfach so. Und das Coole an dem Ganzen ist halt, dass du auch über die Jahre natürlich mehr dazu lernst und dir dann mit ein bisschen Cringe die Fotos von vor 5 oder 10 Jahren ansiehst und dachtest dir, um Gottes Willen. Aber das hat ja auch was Positives, denn es bedeutet, du hast dich weiterentwickelt. Also, denke nicht, dass die Kamera ein Bild macht, das du nicht bearbeiten musst. Und ich meine jetzt keine extrem krasse Bearbeitung in Photoshop. Ich meine jetzt einfach so Sachen wie zum Beispiel die Lichter, die Mitten und die den Schwarzpunkt richtig zu setzen in der Postproduktion. Das ist eigentlich sowas wie mein tägliches Brot. Und ich habe ein Belichtungsmessgerät, aber dieses Belichtungsmessgerät kann mir auch nur Anhaltspunkte liefern. Und natürlich muss ich mein Bild danach immer noch kontrollieren und dann eventuell noch bearbeiten. Aber es wurde mittlerweile schon einfacher, weil ich einfach mehr Erfahrung gesammelt habe. Also, gib nicht auf und vor allem lass den Kopf nicht hängen. Fehler Nummer 10 ist es zu glauben, speziell wenn man neu ist, eine einzelne Kamera zu kaufen und nichts mehr Neues dazulernen zu müssen. Es geht so ein bisschen in die Richtung, ich kaufe mir eine Kamera und diese Kamera macht das perfekte Bild und ich muss nichts mehr umstellen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das geht so weit an der Realität vorbei, wie es nur irgendwie geht. Die Realität ist, du kaufst dir eine Kamera, hast keine Ahnung, wie sie funktioniert, hast keine Ahnung von Belichtungszeit, von Blende und von ISO. Und vor allem denkst du dir dann zum Beispiel, komisch, ich habe die ISO auf 800 gestellt oder auf 1600 gestellt, aber ich habe so komische Punkte in meinem Bild drin. Warum hat der Kollege nebenan, der genau das gleiche einstellt, auf seiner Kamera nicht die gleichen Punkte drauf? Der Punkt ist, es dauert einfach eine Zeit, bis du reinkommst, bis du mehr dazu lernst und bis du tatsächlich eine Veränderung feststellst. Und das Gute ist, wenn du irgendwann, wie schon vorher erwähnt, in ein paar Jahren deine Fotos von vor 5 oder 10 Jahren anziehst, dann denkst du dir, meine Güte, was habe ich da gemacht? Aber sieh es positiv, du hast dich weiterentwickelt. Natürlich ist es lang, aber wenn du das wirklich liebst und wenn du wirklich darin aufgehst, in der Fotografie und allem, was damit zusammenhängt, Filme machen, fotografieren, Licht setzen, einfach alles, was damit zu tun hat, dann wirst du feststellen, es ist überhaupt nicht schwierig und du wirst dich automatisch weiterbilden und automatisch nach mehr Input suchen und wirst es aufsaugen wie einen Schwamm. Also probier einfach aus. Hör nicht auf andere Leute. Hör nicht auf die Leute, die sagen, es funktioniert nicht. Versuch dich an dir selbst zu orientieren oder an Menschen, die besser sind und die coolere Sachen machen. Das Internet ist voll von Leuten, die super coole Sachen machen. Schau dich einfach um, hab ein bisschen Geduld, hör nicht auf die Leute, die immer nein, das geht nicht sagen. Setz dich selbst hin, nimm deine Kamera in die Hand, überleg ein bisschen, probier dich aus und vor allem
probier dich jeden Tag immer mehr aus mit deiner Kamera. So kannst du einfach Erfahrungen sammeln und musst nicht auf die Neinsager hören, sondern demonstrierst einfach, dass es trotzdem funktioniert oder dass Sachen eben trotzdem gehen. Aus dem Grund kann ich zusammenfassend nur sagen, Fotografie ist mehr als nur die Kamera. Fotografie ist einfach auch ein bisschen Mindset und natürlich auch viel kreatives Arbeiten, was das Ganze natürlich umso schöner macht. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen Input gegeben vor deinem ersten Kamerakauf oder vor deinem Kameraneukauf, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.